Hallo ihr Lieben, ich bin's, der Oliver Alexander Reinhard Petzokart, auch bekannt als Oli P. Und ich wünsche allen Freunden von Schlagerplanet einfach einen schönen Tag. Passt auf euch auf und lasst euch nicht ärgern. Bis dann. Tschüss. Ja, herzlich willkommen, Olli. Heute zum kleinen Interview für Schlagerplanet, für die Reihe Wahrheit und Wahnsinn. Oh mein Gott, sag es doch davor. Du hast gesagt, es ist, ich krieg einen Preis für mein Lebenswerk. Und jetzt das. Okay, na dann schieß mal los. Was ist für dich das vollkommene irdische Glück? Oh, das ist meine Frau, ganz einfach. Also, das war's, meine Frau. Ich mag aus den 80er, 90ern ganz gerne Terence Trent D'Arby, also auch als englischen Sänger. Und wenn man jetzt in den Schlagerbereich reingeht, komme ich gar nicht mehr drum herum. Nein, ja, natürlich, Michael Fischer ist ein Kumpel von mir, deswegen müsste ich sagen, aber da muss ich sagen, eigentlich muss ich jetzt immer sagen, Roland Kaiser. Natürlich ist es der Kaiser. Nee, ich habe mir von Roland nochmal auch Sachen von vor 30 Jahren und noch so alte Sachen. Und das ist einfach da, der liegt bei ihm. Finde ich, ist die Mischung ziemlich gut aus der perfekten Stimme. Er ist nie drüber. Und die Texte sind nicht so Phrasen rausgehauen, sondern der erzählt einfach richtig tolle Geschichten. Und da muss ich sagen, Hut ab, das ist eine Wucht. Ja, also echt gut. Also da gibt es auch wieder ganz viele Antworten drauf. Natürlich, Ehrlichkeit ist ganz, ganz wichtig. Das sollte bei allen Menschen gut sein. Da kommt noch so viel zusammen. Aber ich glaube, das Wichtigste, und das ist dann vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ist einfach, dass ein Mensch einfach kommuniziert. Das ist für mich wichtig. Das heißt, ob der jetzt schlau oder nicht so schlau ist oder emotional oder nicht emotional oder sauer oder glücklich, wenn man das nicht richtig ausdrücken kann, dann kriegst du die anderen Menschen nicht mit und dadurch entstehen auf der Welt, egal in welchem Bereich, immer ganz, ganz viele Probleme. Und dann denkst du dir, dann redet doch einfach einmal alle miteinander und dann sollte das doch eigentlich klappen. Aber deswegen glaube ich, also Kommunikation, wenn ein Mensch sich gut ausdrücken kann, dann finde ich das schon mal super, weil ich ihn dann verstehe. Also dann eigentlich neben meiner Frau auf der Couch sitzen. So. Und natürlich aber auch, also als Arbeit gesehen, ist halt alles, was ich arbeitsmäßig mache. Dann ist meine Lieblingsbeschäftigung immer was anderes zu machen, weil es dann immer wieder eine neue Herausforderung ist. Aber eigentlich finde ich auf der Couch sitzen ziemlich cool, muss ich sagen. Das ist sonntags meine Lieblingsbeschäftigung. ein Duett würde ich gerne mal mit Roland Kaiser singen. Wer weiß, vielleicht kommt da ja was Ende August. Ich mag Dummheit nicht so gerne, aber nicht so, wenn jetzt einer nicht rechnen kann oder nicht so gut schreiben kann. Aber in der Welt sind einfach so viele Probleme, weil, und das sage ich dann einfach mal so, weil so viele blöde Leute unterwegs sind mit ganz blöden Gedanken und mit nicht so schöner Energie, die wiederum das Problem haben, dass sie einfach nicht richtig kommunizieren und nicht miteinander reden und dann passieren einfach ganz dumme Sachen. Und das ist deswegen gerade nicht so schön, auf die Welt zu schauen, wenn man sich das gerade alles anguckt. Man hat immer das Gefühl, dass es immer eine schlimme Phase gibt. Dann merken alle, oh mein Gott, das war ganz schlimm, wir müssen es wieder aufbauen. Dann kommt die Generation danach, baut auch noch ein bisschen mit auf und dann, oh, jetzt geht's langsam wieder. Und dann kommt die Generation, die das alles nicht mitbekommen hat, jetzt gerade, und denkt, hey, egal, freies WLAN. Und dann verrutscht es auf einmal wieder komplett auf der Welt und alle sagen, Entschuldigung, wollen wir nicht mal Geschichtsbücher oder habt ihr das nicht mitbekommen? Ihr müsst euch jetzt, wenn wir uns jetzt zusammenreißen, dann ist vielleicht noch okay, aber ansonsten, und du hast gerade das Gefühl, dass so alle, ja, so ein Eisberg, volle Fahrt voraus, das ist nicht so schön. Geil, in 3 Tagen geht's ab nach Flughafen Düsseldorf und von dort in die Dominikanische Republik. Da war ich noch nie. Da ist die Nacht des deutschen Schlagers. Das ist eine Reise, Fly and Help nennt sich das Ganze. Also da treten relativ viele coole Schlagerfreunde und ich auf.
machen einen Abend lang Programm. Und das Geld, was zusammenkommt, weil auch viele Leute mitreisen, das wird dafür benutzt, dass eine Schule gebaut wird. Und das finde ich ziemlich cool. So, danach werde ich eine neue Radiosendung aufnehmen, die in ganz Deutschland zu hören sein wird, auf ganz vielen verschiedenen Stationen. Und da gehören dann noch ganz viele digitale Angebote dazu. Das wird dann im 90er-Bereich stattfinden. Dann muss ich mein Musikalbum fertig machen. Das kommt aller Voraussicht nach in der letzten Augustwoche raus. Und da habe ich jetzt schon 6 Songs, 14 müssen es sein. Also ich muss mich langsam ranhalten, aber... Da würde ich gerne 2 anbringen, die wahrscheinlich keiner der Zuschauerinnen oder Zuschauer kennt. Und zwar ist das einmal Lilienthals Traum von Reinhard May. Eine super schöne Nummer. Toll erzählt. Ein unfassbar geiler Refrain. Höre ich mir nachher auf dem Rückweg an. Jetzt denke ich nämlich gerade dran, muss ich unbedingt hören. Und eine Drafi Deutscher Nummer, die aber auch keine Single war, die wahrscheinlich auch ganz, ganz wenige Leute kennen. Die heißt Unsere Herzen frieren. Ist aber meine Empfehlung von mir an euch. Unsere Herzen frieren, Drafi Deutscher und Lilienthals Traum von Reinhard May. Dein Lebensmotto? Oh, da gibt's ein paar. Also einmal, der Weg ist das Ziel. Definitiv, also man muss nicht immer, also man, wenn man jeden Schritt bewusst geht, dann macht das schon alles Sinn. Und ich finde, ganz neu noch dazugekommen ist dieses, wenn man sagt, dass so Liebe oder Glück, das sind Sachen, auch wenn man sie teilt, es wird nicht weniger. So, und die beiden Sachen zusammen, das ist eigentlich ganz gut.